Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal gibt es keinen Vlog für euch, sondern mehr ein, wir setzen uns zusammen irgendwo hin, wo es gemütlich ist und reden mal über den letzten Vlog, in dem ich ja euch gezeigt habe, dass ich innerhalb der letzten 30 Tage circa 100.000 Worte geschrieben habe. Um genau zu sein, waren es 106.000 Worte in 28 Tagen, weil jetzt schon einige auch auf Instagram sich dazu gemeldet haben und gefragt haben, ja, wie machst du das eigentlich, wie kannst du so viel auf einmal schreiben, ohne halt irgendwie Burnout zu haben oder Schmerzen in den Händen zu haben oder all diese Dinge. Deswegen wollte ich heute mal eine Art Antwort auf all diese Fragen liefern und euch einerseits sagen, wie ich das geschafft habe in den letzten 28 Tagen oder 30 Tagen, was auch immer, dieses Buch zu schreiben und andererseits natürlich auch ein paar Tipps euch mit auf den Weg geben, wie ihr in Zukunft vielleicht in kürzerer Zeit mehr schreiben könnt. Ganz wichtig ist bei der Sache allerdings, dass es immer von der Einzelsituation abhängig ist. Wir sind nicht alle 100% gleich, wir haben nicht dasselbe Leben, wir haben alle andere Verpflichtungen, alle anderen Situationen, arbeitsmäßig oder eben nicht. Und davon ist natürlich auch abhängig, wie viel man in wie viel Zeit schreiben kann. Und deswegen müsst ihr euch bitte nicht verrückt machen, wenn ihr für sowas länger braucht, wenn ihr für sowas 2 Monate braucht, wenn ihr für sowas ein halbes Jahr braucht oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr oder mehr. Das Wichtige ist, dass ihr überhaupt schreibt und dass ihr versucht, jeden Tag zumindest ein paar Worte aufzuschreiben. Und dann kommt das so nach und nach. Bei mir ist es auch nicht von jetzt auf gleich, dass ich anfange und auf einmal habe ich da 100.000 Worte stehen, sondern ich schreibe ja schon eine ganze Weile. Ich glaube, unter normalen Umständen hätte ich das auch nicht in dieser Zeit geschafft, um ehrlich zu sein. Aber nachdem ja gerade im Moment die aktuelle Krise ist und ich glaube, man darf auf YouTube in Videos nicht so viel dazu erzählen, sonst wird das Video runtergenommen, aus welchen Gründen auch immer, haben wir oder die meisten von uns relativ viel Veränderung im Leben gehabt. Bei mir war es so, ich arbeite ja als Aushilfe in einer Buchhandlung und dadurch, dass alle Geschäfte geschlossen wurden, die nicht systemrelevant waren, konnte ich natürlich auch nicht arbeiten. Und weil ich nur eine Aushilfe bin, habe ich auch kein Gehalt bekommen, auch kein Kurzarbeitergeld, gar nichts. Und deswegen war das Schreiben für mich meine einzige Einnahmequelle und das war natürlich ein ziemlich krasser Motivator, um möglichst viel in dieser kurzen Zeit zu schreiben, damit ich, wenn ich dann wieder arbeiten darf, anfangen kann, dieses Buch zu veröffentlichen, weil, ich muss ehrlich sagen, mein Einkommen als Self-Publisherin hat mir ein bisschen durch die Krise geholfen, auch wenn ich ungefähr 2-mal so viel an kostenlosen Büchern als Aktion gegen die Langeweile verschenkt habe, sozusagen. Also, Faktor Zeit. Ich hatte alle Zeit der Welt zur Verfügung, weil ich nicht arbeiten musste. Es waren Erstsemesterferien und dann hat das Semesterstart sich verschoben. Außerdem wohne ich alleine hier in der Wohnung. Ich habe niemanden bei mir im Haushalt, der mich entweder ablenken könnte oder wo ich da also ein bisschen hinter sein müsste, dass meine Wohnung ordentlich ist. Ich kann euch ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, 3 Wochen lang, während ich geschrieben habe, nicht Staub gesaugt, nicht wirklich geputzt, außer das Bad und die Küche. Einfach, weil ich dachte, ich hätte keine Zeit und keinen Nerv dazu. Nerven hatte ich wirklich nicht dazu, aber Zeit hätte ich eigentlich schon gehabt, aber die habe ich dann lieber irgendwie auf der Couch mit Netflix und YouTube verbracht, was jetzt auch nicht unbedingt perfekt ist. Und wegen Social Distancing, Quarantäne war natürlich auch nichts soziallebenmäßig, dass man irgendwie rausgeht, sich trifft, ins Kino geht, Freunde, Verwandte besucht, das ist auch alles weggefallen und deswegen hatte ich, wie gesagt, einiges an Zeit zur Verfügung und es war scheißegal, wie ich ausgeschaut habe, es war scheißegal, wie die Wohnung ausgeschaut hat, Hauptsache ich habe irgendwie geschrieben. Aber es gibt noch ein paar weitere Faktoren, die so ein bisschen in diese Sache mit eingespielt haben. Eines davon, ich glaube, dass es das Wichtigste ist, dass ich nicht erst seit diesem Jahr schreibe, sondern dass ich schon seit sehr langer Zeit schreibe und mir so ein bisschen antrainiert habe, diesen inneren Kritiker auszuschalten. Das heißt, wenn ich schreibe und mir gefällt irgendwie der Satz nicht richtig, schreibe ich trotzdem weiter, anstatt da irgendwie stundenlang vor diesem einen Satz zu hocken und Synonyme zu googeln und zu gucken, wie kann ich den am besten schreiben, sondern einfach weiterzumachen. Und in den meisten Fällen ist es dann tatsächlich so, dass das, was ich als erstes aufgeschrieben habe, auch tatsächlich im Buch landet und die bessere Alternative ist, als wenn ich da irgendwie eine halbe Stunde davor sitze und überlege, wie ich das jetzt besser machen kann. Eine Sache noch dazu, ich bin jetzt nicht unbedingt die schnellste Tipperin, auch wenn man das vielleicht meint, wenn ich innerhalb so kurzer Zeit so viel schreibe, aber ich
beherrsche zum Beispiel das Zehn-Fingersystem nicht. Ich tippe einfach irgendwie und ich muss auch oft und häufig Pausen einlegen, weil ich sonst Probleme mit meinen Händen bekomme, und zwar in Form von Sehnenscheidenentzündung, worüber ich auch schon bis zum Erbrechen auf diesem Kanal gesprochen habe. Das Buch, das ich geschrieben habe, war außerdem der vierte Band einer Reihe. Das heißt, ich kenne die Welt, ich kenne die Charaktere, ich weiß, was passiert. Wir nähern uns auch mit der Reihe dem Ende. Das heißt, so langsam möchte ich das dann auch gerne abschließen, dass es endlich fertig ist. Und das war nochmal so ein zusätzlicher Motivator. Im Vergleich dazu arbeite ich gerade an einem neuen Projekt, wo ich noch überhaupt nicht viel geplant habe, noch überhaupt nicht viel über die Charaktere und die Welt weiß. Und es dauert so elendig lange, um auch nur 500 Worte zustande zu bringen, weil ich einfach noch nicht so warm geworden bin mit den Charakteren. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Band, dieses neue Projekt geschrieben hätte, hätte ich wahrscheinlich auch wesentlich länger gebraucht, um den fertig zu bekommen, als es jetzt bei dem vierten Band vom Hexenprojekt der Fall war. Außerdem gehöre ich zur Fraktion Plotter, und zwar Hardcore-Plotter. Ich hatte eine sehr ausführliche Outline, die, glaube ich, 15.000 Worte lang war, in Kapitelform. Das heißt, zu jedem Kapitel habe ich meiner Seite natürlich aufgeschrieben, was in dem Kapitel passiert, und zwar stichpunktartig. Dann musste ich die einfach nur noch ausformulieren, die einzelnen Stichpunkte beim Schreiben. Aber ich hatte auch zum Beispiel so Dinge dort stehen wie, wo passiert es, in welchem Zimmer oder in welchem Ort, wie spät ist es, welche Charaktere treten auf, welche Charaktere werden erwähnt und in welchem Zusammenhang. Und das hilft mir alles, um schneller in diese Szene einzusteigen und auf einen Blick zu sehen, wo bin ich, was mache ich, was brauche ich und warum, und einfach loszulegen und innerhalb von meinen Schreibsprints sehr viele Worte zustande zu bringen. Und das ist auch so eine Sache, die mir geholfen hat. Ich habe, statt mich eine Stunde oder zwei Stunden hinzusetzen und zu sagen, okay, du schreibst jetzt dieses Buch, habe ich mir immer nur 20 Minuten Zeit gegeben, um möglichst viel zu schreiben, um möglichst gut voranzukommen in meiner Geschichte. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Danach habe ich immer eine Pause eingelegt. Meistens so 10 bis 15 Minuten, wo ich irgendwie aufs Klo bin, mir einen neuen Kaffee geholt habe, vielleicht kurz ein Stück von einem YouTube-Video zur Motivation angeschaut habe und dann weiter gemacht habe. Einfach, dass meine Hände wieder ein bisschen zur Ruhe kommen, mein Kopf ein bisschen sich entspannen kann und ich neue Ideen mir überlegen kann. Und außerdem hatte ich ein schon sehr anspruchsvolles Tagesziel mir gesetzt. Und zwar wollte ich immer 5000 Worte an jeden Tag schreiben. Erreicht habe ich das vielleicht an 10 Tagen von diesen 28 bis 30 Tagen, die ich das Buch geschrieben habe. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mich unbedingt gezwungen habe, immer die 5000 Worte zu erreichen, sondern das war so die Nummer, wo ich gerne hin wollte. Aber mein unterstes Minimum war 3000 Worte und das habe ich eigentlich an fast jeden Tag erreicht. Manchmal mit ein bisschen Schwankungen. Es gab auch 2 Tage, wo ich wirklich gar nichts geschrieben habe. Aber das hat relativ gut funktioniert und so werde ich das auch in Zukunft weitermachen, dass ich mir ein etwas höheres Ziel setze. Einfach, um mich selbst ein bisschen zu pushen und zu gucken, was so alles möglich ist. Und wenn es halt nicht funktioniert an dem Tag, dann war es auch kein Beinbruch. Dann habe ich halt am nächsten Tag weitergemacht und mich deswegen jetzt nicht irgendwie verrückt gemacht. Und durchschnittlich sind am Tag ungefähr 3700 Worte zustande gekommen. Also schon eine gute Zahl, finde ich. Und weil ich ja am Anfang schon gesagt habe, wie wichtig mittlerweile mein Schreibeinkommen, mein Autorengehalt, was auch immer ist, kann ich mir solche Null Schreibtage oder Schreibblockaden wirklich nicht leisten, wobei ich eh nicht an das Prinzip von Schreibblockaden denke. Für mich ist das Schreiben mein Job, einer meiner 2 Jobs, und da kann ich es mir einfach nicht leisten zu sagen, ach, ich habe jetzt eine Schreibblockade, ich kann nicht mehr schreiben, sondern dann setze ich mich halt einfach hin und überlege ganz ehrlich mit mir selber in meinem Tagebuch, woran liegt es denn jetzt, dass ich nicht weiterkomme? Warum bin ich blockiert? Was kann ich machen, damit ich trotzdem einigermaßen noch Worte schreibe? Und wenn ich wirklich gemerkt habe, es geht überhaupt nicht an dem Tag, dann habe ich es mir aber trotzdem erlaubt, auch mal nicht zu schreiben und stattdessen viel zu lesen. Hauptsächlich Sachbücher zum Thema Schreiben, um mich wieder neu zu motivieren, mir neue Ideen zu suchen. Aber auch zum Beispiel, um irgendeine Serie zu bingen oder so, einfach um mal Abstand vom Manuskript zu bekommen. Aber das sollte eigentlich nicht die Norm sein. Deswegen hatte ich auch wirklich nur 2 Tage, wo ich nichts geschrieben habe. Und ich glaube 2 oder 3 Tage, wo ich unter 3000 Worte hatte. Und sonst hat sich alles immer zwischen 3000 und 5000 Worten bewegt. Außerdem hatte ich auch eine feste Deadline, zu der ich fertig sein möchte, damit ich meinen Erscheinungstermin einhalten kann. Das spielt auch wieder so ein bisschen mit in diese Sache Gehalt und Einnahmen vom Schreiben. Wann kann ich mit diesem Buch tatsächlich dann schon Geld verdienen? Und da habe ich einen speziellen Termin im Blick, wo ich das gerne veröffentlichen möchte. Und um den eben zu erreichen,
habe ich mir weitere Deadlines für die einzelnen Arbeitsschritte gesetzt und versuche, die auch möglichst so einzuhalten, dass dieser Erscheinungstermin möglich gemacht werden kann. Wenn ich diese Deadline von der Rohfassung nicht hätte einhalten können, hätte ich entweder Abstriche bei den späteren Arbeitsschritten, also zum Beispiel bei den Korrekturen, machen müssen oder hätte am Ende sogar meinen Testlesern weniger Zeit geben können, um das Buch zu korrigieren, was dann wahrscheinlich wieder auch in Stress bei denen resultiert hätte und in einem Qualitätsverlust. Und noch eine Sache zum Thema Qualität. Ich finde, nur weil man schnell und viel in kurzer Zeit schreibt, heißt es nicht, dass die Qualität darunter leidet. Ich finde, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal in diesem Video gesagt, es ist nicht okay oder übertrieben, sich stundenlang hinzusetzen und an einem Satz oder an einem Absatz zu arbeiten und auf Teufel komm raus, das perfekt zu machen, bevor man weitermacht mit dem Buch. Stattdessen ist es mir wichtig, erstmal das Wesentliche zu schreiben, was Dialoge sind, aber auch die Handlung, die die Charaktere vornehmen, um den Plot weiterzubringen und tatsächlich zu dem Endpunkt zu kommen. Alles andere kann ich in den Korrekturen noch hinzufügen, also Beschreibungen oder Gefühle und solche Dinge. Am Ende hatte ich trotzdem so ein bisschen Schwierigkeiten, mich zu motivieren. Die letzten Kapitel fallen mir immer recht schwer. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Das war auch schon bei den Rohfassungen davor, ist mir das schon aufgefallen. Und deswegen habe ich dieses Mal was komplett anderes versucht. Und zwar habe ich nicht mehr chronologisch weitergeschrieben, also Kapitel nach Kapitel nach Kapitel, sondern dieses Mal von hinten dann angefangen, als ich gemerkt habe, oh, jetzt komme ich nicht mehr so viel wirklich weiter. Das Ende ist nahe und ich schaffe es aber trotzdem nicht, dahin zu kommen. Also habe ich statt mit dem nächsten Kapitel weiterzuschreiben, den Epilog geschrieben und dann das Kapitel, das vor dem Epilog kam und mich so langsam zu dem Punkt vorgearbeitet in dem Buch, wo ich tatsächlich aufgehört habe, bevor ich dann zum Epilog gesprungen bin. Und das hat sehr gut funktioniert und das werde ich, denke ich, auch in Zukunft so machen, dass ich erstmal das Buch komplett plane. Das mache ich ja sehr gerne, wie gesagt, ich bin Hardcore-Plotter, aber dass ich dann einerseits vielleicht die ersten 2-3 Kapitel schreibe und dann die letzten 2-3 Kapitel und dann erst die Mitte ausfülle. Einfach, dass ich hoffentlich dieses Problem nicht mehr habe und am Ende mir denke, ach, die letzten Kapitel, die hast du ja schon geschrieben, also habe ich diese Blockade am Ende nicht mehr so wirklich. Und da muss man einfach ein bisschen kreativ werden, wenn man so ein Problem hat und sich überlegen, woran liegt es denn jetzt tatsächlich und schauen, was man tun kann, um das irgendwie zu umschiffen oder es zu vermeiden, dass man nochmal irgendwie so eine Blockade hat. Mir sind 2 Kapitel in dem Buch extrem schwer gefallen. Das spielt jetzt auch noch so ein bisschen in die Sache mit rein, zu überlegen, was kann ich jetzt damit anfangen, dass es eben gerade nicht so gut läuft, und habe dann tatsächlich für mich festgestellt, dass in dem Kapitel eigentlich nicht wirklich was passiert. Zwar schon ein paar Sachen, die wichtig sind, aber die hätte ich auch genauso gut in andere Kapitel unterbringen können und habe mich dann von den Kapiteln tatsächlich getrennt, auch wenn ich da schon teilweise 2000 Worte oder so drin geschrieben habe. Das sind so Sachen, die tun zwar irgendwie weh, einfach mal 2000 Worte zu löschen, weil das natürlich schon einiges an Zeit ist, die man dafür braucht, um die zu schreiben, aber andererseits ist mir die Qualität wichtiger, als jetzt irgendwie jetzt zu sagen, ach scheiße, jetzt musste ich hier verlorene Zeit 2000 Worte löschen oder so, sondern wichtig ist, dass die Geschichte weiterhin spannend bleibt und wahrscheinlich hätte ich sie so oder so gelöscht, ob ich sie jetzt während dem Schreiben der Rohfassung gelöscht hätte oder später beim Korrigieren, ist jetzt auch gerade wurscht und habe dann die wirklich wichtigen Informationen, die in diesen Kapiteln hätte drankommen können oder müssen, in andere Kapitel verschoben, einfach, dass es trotzdem noch im Buch enthalten ist. Und das passiert mir öfter, dass ich halt ein Buch plane, ganz normal, und mir denke, ach ja, das Kapitel ist auch super wichtig und dann muss das und das passieren, und dann beim Schreiben feststelle, also irgendwie brauche ich das eigentlich nicht. Ist zwar schön zu wissen, was da an der Stelle passiert mit dem und dem Charakter, aber das können wir auch irgendwo anders in Form von einer Rückblende oder einem kurzen Dialogstück einfügen. Das ist nicht so wichtig und dann mache ich das eben so und dann drauf geschissen auf die ursprüngliche Planung. Da muss man halt dann auch ein bisschen von abweichen können und das ist, finde ich, ganz normal, dass nicht alles nach Plan verläuft. Und wenn ich gemerkt habe an der Stelle, da fehlen noch irgendwie Beschreibungen oder eine bessere Erklärung, habe ich mir meistens Kommentare hinterlassen in dem Dokument, die ich dann in der Überarbeitung nach und nach abarbeite, beziehungsweise halt gucke, was da noch eingefügt werden muss. Oder zum Beispiel, wenn ich nicht mehr genau wusste, ob diese oder jene Sache in einem vorherigen Kapitel tatsächlich passiert ist oder ob ich es mir nur einbilde, weil manchmal denke ich, ich habe was geschrieben und dann habe ich es aber gar nicht geschrieben und dann ist irgendwie ein Logikfehler drin. Hinterlasse ich mir da meistens einen Kommentar, um nochmal später zurückzugehen und zu gucken, ist es da drin? Wenn ja, dann ist es super. Wenn nein, dann muss ich es entweder weiter vorne einfügen oder später diese Sache wieder rausstreichen, wo ich gedacht habe, dass die im Buch war, was sie war nicht im Buch, falls das Sinn ergibt. Also Kommentare hinterlasse ich mir immer, immer häufiger, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht mehr genau weiß, welche Haarfarbe hatte der Typ jetzt oder welche Augenfarbe hatte der Typ jetzt oder hier noch irgendwie ein interessantes Merkmal einfügen oder hier noch irgendwie eine Regung
Reaktion auf jetzt das Gesagte oder das, was geschehen ist, einfügen, wo mir jetzt einfach gerade im Moment nichts einfällt, dann mache ich entweder, wie gesagt, einen Kommentar hin oder schreibe mir in Klammern, beziehungsweise ich mache meistens so 3 Rauten, weil das hat man ja normalerweise nicht im Text stehen und dann kann ich mit Steuerung F suchen und gucken, wo sind jetzt eigentlich noch die Punkte, wo ich was einfügen muss und kann das dann relativ zügig noch hinzufügen, wenn ich dann fertig bin mit dem Wesentlichen. Und falls die Frage kommt, dieses Mal habe ich tatsächlich das komplette Buch getippt und nicht wie bei vorherigen Projekten teilweise diktiert oder handschriftlich irgendwas gemacht, sondern ich wollte das einfach mal ausprobieren, ob ich es tatsächlich kann und wie viel am Tag ich tippen kann, ohne dass ich, wie gesagt, Probleme mit meinen Händen bekomme, was ich tun muss, damit das nicht passiert. Und das hat wirklich gut funktioniert. Ich hatte eigentlich nie irgendwie einen Tag, wo ich wirklich Schmerzen hatte. Vielleicht ein, zwei Mal, wenn ich ein bisschen zu viel dann abends gezockt habe, dass ich am nächsten Tag dann das in der Hand gemerkt habe. Aber ansonsten hat das relativ gut funktioniert und mir dann am Ende bei der Überarbeitung, wo ich jetzt übrigens schon die erste Runde durch habe, ein bisschen Zeit gespart, weil Diktieren und Tippen, auch wenn ich beim Tippen einige Tippfehler reinmache, ist ja ganz logisch, dass das mal passiert, wenn man so schnell und ohne Pause tippt, Zeit gespart, weil ich einfach nicht so viel Fehler drin hatte. So, fassen wir das Ganze nochmal zusammen für die Tipps, die ihr vielleicht aus diesem Video mitnehmen könnt, um eure Schreibgeschwindigkeit in Zukunft vielleicht ein bisschen zu verschnellern und mehr zu schreiben in so kurzer Zeit, falls es wieder schlimmer wird mit der aktuellen Situation, die nicht genannt werden darf oder sonst irgendwas ist und ihr mehr Zeit habt oder ihr jetzt auch ähnlich wie ich anfangen wollt, das ein bisschen seriöser und professioneller anzugehen und nicht einfach nur so, ach, hab gerade Inspiration, ich schreibe mal ein bisschen und sonst nicht. Hier sind nochmal ganz kurz zusammengefasst die Tipps. Also, erstens, ganz wichtig und das sage ich ständig und trotzdem sind manche Leute ein bisschen angepisst, wenn sie meine Videos gucken und dann nicht dieselben Ergebnisse haben wie ich. Wenn ihr am Tag schon Schwierigkeiten habt, 1000 Worte zu schreiben, dann ist es relativ unrealistisch zu erwarten, dass ihr in kurzer Zeit, zum Beispiel einem Monat, ein komplettes Buch mit 50.000 bis 100.000 Worten durchjagen könnt. Vor allem, wenn ihr noch andere Verpflichtungen habt, wie zum Beispiel Arbeit oder eure Familie. Oder Schule oder Studium oder was auch immer. Aber das ist jetzt kein Beinbruch und das ist nicht schlimm. Es muss nicht jeder unglaublich schnell schreiben. Es ist einfach nur, wie ich gerne arbeite, weil ich es halt einfach loshaben möchte, die Ideen in meinem Kopf. Und ihr müsst euch da nicht deswegen fertig machen, wenn ihr jetzt zum Beispiel 1000 Worte am Tag schafft. Ich finde, das ist schon sehr viel und auch nur 100 Worte am Tag ist super. Das Wichtigste ist, dass ihr einfach jeden Tag schreibt und zwar regelmäßig, auch wenn es nur 50 Worte sind, auch wenn es nur 10 Worte sind, auch wenn es nur ein verdammter Satz ist, dass ihr wenigstens ein bisschen jeden Tag vorankommt. Das ist so ein kleines Erfolgserlebnis. So, auch wenn der Tag scheiße war, habe ich trotzdem ein bisschen was geschrieben und vielleicht schafft ihr es dann am nächsten Tag ein bisschen mehr zu schreiben und so, dass sich das so langsam hochrechnet. Also es ist wirklich kein Beinbruch, wenn ihr nicht sofort 3000 bis 5000 oder 10.000 Worte am Tag schreiben könnt. Kann ich ja auch nicht jeden Tag, wie man gemerkt hat. Zweitens, Schreibsprints haben mir extrem geholfen. Also ob das jetzt 20 Minuten für euch sind oder nur 10 Minuten oder eine halbe Stunde und dann eine Pause. Ich finde das eine super Methode, um einerseits natürlich diesen Drang zu haben, ich muss jetzt schreiben, ich darf nicht aufhören, ich darf nicht zurückgehen und korrigieren, sondern einfach die Ideen, die im Kopf sind, auf die Seite bringen und sich von nichts anderem ablenken lassen. Aber mir hilft auch dieser Pausenaspekt, weil wie gesagt, ich kann mich nicht für lange Zeit auf eine Sache konzentrieren. Irgendwann wandern meine Gedanken ab, dann bin ich auf einmal auf YouTube und dann habe ich 2 Stunden verplempert, in denen ich eigentlich schreiben wollte und habe auch nur 500 Worte zustande gebracht oder so. Da hat mir diese 20 Minuten Sprints, wo ich wirklich nur schreibe, sehr geholfen. Drittens, ich weiß, einige von euch sind nicht unbedingt so plottermäßig unterwegs wie ich. Viele von euch schreiben vielleicht einfach gerne drauf los, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man zumindest einen groben Plan hat, was passiert, vor allem worauf man hinschreibt, also dass ihr das Ende ganz, ganz grob kennt, weil ich finde, dass man dann besser schon so ein bisschen darauf hinarbeiten kann, während man schreibt, weil man weiß, wo man hin möchte. Das ist genauso wie wenn ihr in Urlaub fahren wollt und ihr fahrt einfach drauf los und ihr wisst nicht genau, wo ihr landet. Vielleicht landet ihr irgendwo, wo es cool ist und wo es schön ist, aber manchmal verfährt man sich dann und man ist frustriert und es läuft einfach nicht und man macht 100.000 Umwege, muss wieder zurück und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, so ein Ziel im Kopf zu haben, vielleicht auch zwischendrin so ein paar Meilensteine zu kennen, die wichtigsten Plotpunkte. Ich empfehle euch da sehr die 3927 Methode, die ich auch schon auf dem Kanal vorgestellt habe. Da stelle ich den Link zum Video nochmal unten in der Infobox. Aber andererseits bin ich auch ein großer Fan mittlerweile von Save the Cat von Jessica Brody, was speziell fürs Romane schreiben ist, wozu ich demnächst auch noch
auch ein Video machen werde. Also falls ihr euch noch nicht so wirklich mit Plotten und Buchplanen auseinandergesetzt habt, sind das zwei gute Methoden, die euch hoffentlich ein bisschen weiterhelfen, um eher zu wissen, in welche Richtung es gehen soll mit euren Büchern. Viertens ist, dass ihr euch nicht nur ein Ziel setzt, wo es mit der Geschichte hingehen soll, sondern auch ein Ziel setzt, wie viele Worte ihr am Tag schreiben wollt. Das könnt ihr ganz leicht ausrechnen, indem ihr guckt, wie viele Worte kann ich pro Minute schreiben. Am besten macht ihr es so, dass ihr ein paar Schreibsprints macht und dann ausrechnet den Durchschnitt, wie viele Worte ihr pro Minute jetzt tatsächlich schafft und das dann wiederum auf die Zeit hochrechnet, die ihr an den jeweiligen Tagen zur Verfügung habt. Aber seid da auch realistisch mit euch und setzt euch nicht das krasse Ziel, am Wochenende habe ich 10 Stunden Zeit, um zu schreiben, deswegen schaffe ich 10.000 Worte. Das geht in den seltensten Fällen tatsächlich gut. Aber falls ihr das euch als Ziel setzen wollt, ich bin ja ein sehr großer Verfechter von anspruchsvollen Zielen, deswegen hatte ich ja meine 5.000 Worte statt nur die 3.000 Worte. Um so ein bisschen das Limit zu pushen, dann probiert das gerne aus, ob ihr das tatsächlich schafft und schaut einfach, was für euch möglich ist und richtet euch dann danach und dann werdet ihr nach einer gewissen Zeit schon rausfinden, wie viele Worte für euch am Tag realistisch ist. Und wie gesagt, ich finde es wichtig, dass man jeden Tag schreibt, auch wenn man nicht jeden Tag das Ziel erreicht. Hauptsache, man hat ein bisschen dran gearbeitet. Und wenn ihr mal an irgendeiner Stelle nicht weiterkommt, aus welchen Gründen auch immer, macht euch deswegen nicht verrückt, seid nicht gleich wieder, oh mein Gott, ich habe eine Schreibblockade, ich kann jetzt 3 Wochen lang nicht schreiben, sondern stattdessen geht einfach mal einen Schritt zurück, holt euch vielleicht ein Notizbuch raus, schreibt mal einfach drauf los, warum es gerade an der Szene hadert, was euer Problem genau ist und seid da bitte auch ehrlich mit euch und mit eurer Geschichte. Und wenn es bedeutet, dass ihr ein Stück von eurem Buch umschreiben müsst, dann hinterlasst euch einen Kommentar oder schreibt euch irgendwo auf, was genau ihr ändern müsst. Macht das nicht sofort, jetzt in dem Moment, wo ihr feststellt, ach scheiße, ich muss das ändern, weil das kostet noch wieder Zeit und ihr kommt so ein bisschen aus dem Flow raus, das ihr habt, während ihr schreibt und euer Buch nach und nach abarbeitet sozusagen. Oder wenn es bedeutet, dass ihr das Kapitel, an dem ihr gerade arbeitet und das einfach nicht funktioniert, löschen müsst, dann ist das eben so, dann löscht ihr eben diese 2000 Worte wieder. Das mag in dem Moment vielleicht scheiße sein und ärgerlich sein, weil ihr so viel Zeit da rein investiert habt, so viel Gehirnschmalz rein investiert habt, aber am Ende lohnt es sich dann eher, weil die Qualität von eurem Buch dadurch wahrscheinlich verbessert wird. Ich sage dazu auch, wenn ihr wirklich ein ganzes Kapitel oder größere Passagen aus eurem Buch schreibt, streicht, packt ihr euch am besten in ein gesondertes Word-Dokument oder speichert mehrere Versionen ab, damit das nie ganz verloren ist, nur für den Fall, dass ihr später euch wieder umentscheidet und das doch irgendwie noch einfügen möchtet oder Teile davon verwenden möchtet, dass ihr euch dann am Ende nicht ärgert, weil ihr es komplett gelöscht habt. Mache ich auch so. Ich habe die Kapitel, die ich gestrichen habe, tatsächlich in ein externes Dokument gesichert. Nur für den Fall, dass ich es später mal brauchen sollte oder als Bonusszene irgendwie sowas für meinen Blog oder irgendwas, dass ich es dann trotzdem noch zur Verfügung habe. Und auch wenn ihr merkt, dass ihr gerade nicht genau wisst, was ihr da jetzt für eine Information einfügen müsst, dass euch zum Beispiel ein Stück Worldbuilding fehlt für, weiß nicht, in meinem Fall wäre das zum Beispiel ein Zauber oder irgendeine Festtagstradition, die mit den Hexen zusammenhängt oder irgendein Rezept oder sowas, dann würde ich deswegen jetzt mich auch nicht verrückt machen und jetzt stundenlang Google-Suche betreiben, sondern einfach einen Kommentar hinterlassen und das später einfügen. Vor allem, wenn es was ist, wo ich jetzt nicht unbedingt ständig Bezug drauf nehmen muss, weil dann habe ich es in der Regel eigentlich schon vorher mir überlegt und ausgeplant, was ich da tatsächlich brauche an der Stelle. Aber wie gesagt, wenn ihr merkt, hier fehlt noch irgendwie was und es würde länger dauern, um das jetzt einzufügen, aus welchen Gründen auch immer, lasst euch einen Kommentar drin oder macht 3 Rautezeichen in den Text rein und schreibt dann eine kleine Anmerkung für euch rein, dass ihr dann später, wenn ihr überarbeitet, dann eben diese Informationen noch sucht und einfügt. Aber wie gesagt, mir ist es total wichtig, dass ich meinen Flow nicht breche, dass ich nicht mitten im Buch wieder an den Anfang zurück muss, aus welchen Gründen auch immer, und dann wieder ewig brauche, bis ich mich dann an der Stelle wieder einfinde, wo ich aufgehört habe zu schreiben, um weiterzuschreiben. Das reißt mich eher raus und kostet mich mehr Zeit, als wenn ich da jetzt schnell einen Kommentar mir hinterlasse und das später einfüge. Zumindest habe ich das in den letzten, was weiß ich, wie vielen Büchern ich jetzt mittlerweile geschrieben habe, für mich festgestellt. Genau, und als letztes noch eine Bitte an euch. Auch wenn ihr vielleicht sehr anspruchsvolle Ziele an euch habt, zum Beispiel 5000 Worte am Tag zu schreiben, hört auf euch, auf euren Körper, auf euren Kopf, auf euer Gehirn. Wenn die Hände wehtun, wenn der Rücken wehtut, wenn der Kopf wehtut, macht eine Pause. Sei das jetzt eine halbe Stunde oder ein ganzer Tag oder 2 Tage, bis das wieder besser ist. Es
bringt nichts, euch zu quälen, nur um sagen zu können, ich habe in 30 Tagen so und so viele Worte geschrieben. Das mag in dem Moment vielleicht total cool sein, aber ehrlich gesagt, mir bedeutet es mittlerweile nichts mehr, auch wenn das ziemlich krasser Clickbait-Titel ist vielleicht. Ich habe es halt geschrieben und ich mache weiter mit dem nächsten Arbeitsschritt. Wie gesagt, für mich ist das halt jetzt einfach die Arbeit. So wie für andere die Arbeit wäre, Kundengespräche oder sowas. Ich finde es super wichtig, auf den Körper zu hören, weil wenn ihr euch weiterhin quält und es euch weiterhin schlecht geht, dann finde ich, leidet auch der Text darunter, da leidet eure Psyche drunter und am Ende seid ihr so frustriert, dass ihr am Ende gar nicht mehr weiterschreiben wollt und das landet das Buch vielleicht in der Schublade oder im Papierkorb oder ihr hört am Ende total auf zu schreiben, einfach weil euer Körper und euer Kopf damit etwas Negatives assoziiert und das wäre natürlich super schade, wenn ihr die Zeit, die ihr jetzt schon investiert habt in eure Projekte, komplett über Bord wirft, nur weil ihr euch zu schnell zu viel aufgehalst habt, falls das Sinn ergibt. Und damit wären wir auch schon am Ende von diesem Video angekommen. Eigentlich dachte ich, das wäre vielleicht so 10 Minuten lang, aber ich glaube, ich habe jetzt schon eine halbe Stunde geredet. Es fühlt sich zumindest so an mit meiner Stimme. Ich hoffe, euch hat diese kleine Analyse und die kurze Zusammenfassung all der Tipps und Maßnahmen geholfen, die ich jetzt hier in diesem Video reingepackt habe. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like für dieses Video da und schaut auch gerne noch in meinen anderen Schreibvlogs vorbei für mehr Motivation, wenn ihr gerade selber in der Schreibphase steckt oder einfach gerade jemanden braucht, der ein bisschen mit euch zusammenarbeitet. Und falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann lasst auch ein Abo da. Dann werdet ihr bei zukünftigen Videos auch benachrichtigt. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg für eure Schreibprojekte, für eure Schreibziele. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wie viele Worte ihr euch als Tagesziel gesetzt habt, wie es euch gerade im Moment in dieser interessanten Zeit geht und was ihr euch für die nächsten Wochen so alles vorgenommen habt. Das würde mich total interessieren. Und dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder oder natürlich auf Social Media. Die Links dazu sind alle unten in der Infobox. Da habe ich auch noch ein paar nützliche, hilfreiche Videos für euch verlinkt und natürlich auch die ganzen Sachen, die ich jetzt während des Videos erwähnt habe. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, im nächsten Video wieder. Bis dahin viel Erfolg beim Schreiben und tschüss!